So, zu Beginn mal wieder ein paar Bilder, wenn ich versuche, alles zu geben. Ja, richte das Knötchen und jetzt gib alles. Ja, zeig uns dein Lächeln. Da geht doch noch was. Ui. Ui, ui, ui. Und noch was? Yummy, genau. Ist das lecker. Ui. Oh, jetzt bin ich aber überrascht. Und, geht noch was? Noch was? Noch was? Ah, ich glaube, jetzt geht's weiter im Rezept. Hallo alle zusammen. Wir machen ja jetzt ein Blitzdessert. Das, was wir hier aber machen, die Mandelblättchen, das zähle ich nicht zu den 5 Minuten. Das ist jetzt sozusagen so ein kleiner Bonus, den ich jetzt einfach noch dazu mache, dass das Ganze nicht so trist aussieht. Und zwar einfach ein bisschen Butter schmelzen lassen, dann geben wir Zucker dazu und dann die Mandelblättchen und das ist dann einfach noch so ein kleiner Knusperspaß dabei. Da habe ich jetzt auch keine Mengenangaben, das mache ich einfach so Pi mal Daumen. So. So, dann gebe ich die Mandelblättchen mit dazu. Das sind jetzt zwei in meinem Falle, ein bisschen viel, aber die kann man ja auch aufheben. So, und jetzt tun wir die einfach leicht bräunen lassen. Und dann gebe ich das Ganze aufs Backpapier zum Abkühlen. Also trotzdem ist es dann ein super Blitzrezept. Sind es halt vielleicht 10 Minuten, wenn man das dazu macht. Und wichtig halt rühren, die werden sonst zu schnell dunkel. So kriegt man dann den richtigen Zeitpunkt noch mit. So soll das Ganze werden, so wie die dunkelsten hier jetzt sind. Also ist gleich soweit. So, jetzt. Und jetzt geht es zu unserem eigentlichen Objekt der Begierde. Und zwar Schlagsahne habe ich hier drin. Hier habe ich jetzt etwas Vanille bzw. Vanillinzucker dazugegeben. Da stehen ja die Mengen jetzt unter dem Video in der Infobox. Und die Sahne tun wir jetzt erstmal aufschlagen. So, dann habe ich hier jetzt Apfelmus drin. Ich hatte nämlich jetzt nur Apfelkompott. Und den habe ich jetzt püriert, weil ich das Ganze halt ohne Stücke haben will. Und eigentlich gehen wir dazu Vollmilchjoghurt. Ich habe jetzt aber nur Naturjoghurt da. Deswegen nehme ich den. Und das verrühren wir. Und dann heben wir einfach die Sahne unter. Das mache ich jetzt nicht mit dem elektrischen Rührgerät, weil die Sahne jetzt ja schön aufgeschlagen ist. Ich werde das einfach vorsichtig mit dem Schneebesen unterrühren. So, ob das Ganze jetzt in Form bleibt, weiß ich nicht, aber ich mache das trotzdem lieber im Spritzbeutel, weil dann kriege ich die Ränder wenigstens oder können die Ränder sauber bleiben. Ich kann euch jedenfalls schon mal sagen, das schmeckt mega lecker. Und jetzt haben wir ja noch unseren Zusatz, unser Crunchy. Das habe ich jetzt noch mal ein bisschen in Küchenpapier gegeben, dass das überschüssige Fett einfach ein bisschen aufgesogen wird. Ja, und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also es ist wirklich, ich probiere jetzt noch mal. So cremig, so lecker. Ja, ich würde einfach sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!